So, es geht weiter in Rosetta Town. Und wir suchen immer noch nach der magischen Rosette. Ich glaube, wir müssen mit irgendjemandem quatschen, aber mit wem? War hier nicht irgendeine Forscherin oder so ein Scheiß? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. I don't know, man, I don't know. Bro, I don't know. Wenn ich jetzt allerdings wüsste, wo, wäre ich schon um einiges schlauer. Geh mir aus der Sonne, Digga. Ich bin eine Lady, lass mich vorbei. Mit wem muss ich quatschen? Moment. Nö. Mit wem muss ich quatschen? Rudy! I need Rudy. Ah, ich weiß mit wem. Ha! Jawohl, mit hier. Unserer Elfenfreundin. Ich hab grad, mir ist gerade gekommen, was das für ein Ort hier ist. Hi! Hä, warum ist denn Rudy dabei? Was? Wie? Rudy, sein Arm, was ist passiert? Achso, er ist dabei, aber nicht im Kampf, okay. Jack und Cecilia haben Mariel erzählt und ja, bis zu jetzt, was passiert ist. Nehmt das Kraut und die Schmerzen werden verschwinden. Also das ist ein Vorteil, wenn man Leben in Metall oder Metall mit Leben hat, wie du, Rudy. Okay, lebendes Metall vielleicht. Was, Leben innerhalb Metall? Woher solltest du das wissen, Mariel? Weil sie auch ein Cyborg ist. Es ist eine 1000 Jahre alte Sünde. Dieses Metall hat eine... Ne, das Metall, das ein Bewusstsein hat. Okay. Wie ihr wisst, haben die Dämonen Maschinen für ihre Körper. Die Elfen und Menschen haben es gewagt, in ihre Domäne einzudringen und oder in ihr Reich einzudringen und Gott zu spielen. Okay. Wenn es eine kleine Wunde wäre, dann könnte ich etwas mit diesen Kräutern tun. Aber einen verlorenen Arm zu ersetzen. Oh, wir könnten eine Automail hinhängen vielleicht. Mit einer Mega-Shotgun dran. Mit einer Laserknarre. Es gibt niemanden in Figaia, der lebendes Metall rekonstruieren kann. Mal wieder. Vielleicht, wenn es 1000 Jahre früher wäre. Aber nur dann. Dann könnten wir Rudys Arm... 1000 Jahre früher in Figaia? Wie können wir das tun? Back in time. Lass uns zum Tempel im Mountwald gehen. Tief in diesem Wald. Die Elfen, wir haben ein Geschenk hinterlassen. Okay. Das hört sich merkwürdig an, wenn ich ehrlich bin. Das Spiel nimmt abstrakte Formen an. Aber gut, es ist ja auch ein JRPG, ich meine. Was meine ich denn? Ja, es ist ein komplexes, ineinandergreifendes Spiel. So, jetzt möchte ich mal gucken, weil ich glaube, ich kann mich zu diesem Wald direkt hin teleportieren. Ja, ich habe keinen Bock, dahin zu laufen. Jawohl, hier sind wir schon. Im Mount Forest. Waren wir hier schon mal? Ach ja, hier haben wir, hier haben wir das Kraut geholt. Beziehungsweise dieses, ja, Heilkraut für den Bürgermeister oder was. Ach, jetzt kann ich... Die Elfen haben Figaia verlassen nach dem Krieg gegen die Dämonen. Ja, genau. Wir Elfen leben normalerweise im Wald. Nach dem Krieg war das Land für uns aber nicht mehr, tragbar. Oder angemessen. Also haben wir diese Domäne erschaffen, die Elfendimension heißt. Okay. Wir haben die letzte Kraft, die uns verblieb, damit verbracht, das Land in eine andere Dimension zu transferieren. Wir haben die Tore versiegelt. Das ist unser neues Zuhause geworden. Okay. Da könnt ihr immer noch das Figaia von vor 1000 Jahren sehen. What? Das ist das Tor, welches die Elfenwelt mit Figaia verbindet. Wir können dieses Ding niemals bewegen, nicht mal mit einer Kanone. Vielleicht ist das Tor kaputt, weil es 1000 Jahre inaktiv war. Das wäre nicht gut für Rudy. Dieses Tor funktioniert nur, wenn... beziehungsweise tut sich nur aktivieren mit einem Herz und Lebensenergie. Okay.
What? Moment. Die Elfen leben anhand ihrer Banden. Das Band mit der Zeit, um ein ewiges Leben zu haben. Okay. Wir haben mit dem Land angebunden und um Natur zu genießen. Wir würden herzlichst alles geben, um ein Band mit ihnen zu flechten, die wohl daran glauben. Rudy hat mein Leben gerettet in diesem Wald. Jetzt ist es mein Zug, mich zu revanchieren. What? No, sie opfert sich? Bitte, verlasst den Wald nicht. Wasim kann... Warum spricht Rudy eigentlich nicht? Er kann doch sprechen. Die Elfendimension ist eine Replik von Filgaia von vor 1000 Jahren. Okay, Moment. Lebt sie noch? Hey, Mariel! Mariel! Sie blutet stark. Ich blute stark und mir ist schlecht. Doch es sich weiter unter Krämpfen. Wir müssen sie versorgen. Jetzt. Okay. Und Nysal, das heißt, wir sind jetzt 1000 years in the back. Oh, schön. Ja, und wir sehen schon, Filgaia hat sich, sah früher etwas lebhafter aus, möchte ich meinen. Schön, gefällt mir. Oh. Was, die Menschen haben das Tor aktiviert? Und sie sind hier? Klar. Wir müssen euch um eure Hilfe bitten. Wir Elfen möchten nichts mit euch dummen Menschen zu tun haben. Bitte verlasst diesen Ort. Wir haben verletzte Leute hier. Nur ihr könnt helfen, uns sie zu heilen. Einer der Verwundeten ist ein Elfenmädchen. Bitte, lasst uns durch. Sie ist das Kind eines Kriminellen. Es gibt keinen Grund für uns, ihr zu helfen. Also, geht zurück in eure sterbende Welt. Hä? Warte, wir können nicht riskieren, dass das Tor anderen Menschen sichtbar wird. Wir werden euch zum Dorf bringen. Meister Fulcanelli möchte über euer Schicksal entscheiden. Alles klar. Ja, die Elfen, unfreundlich, wie wir sie immer kennen. Unfreundlich, abgeschottet, isoliert und arrogant as fuck. Oh yeah, Rudy, am Headbangen. Muss sich Rammsteinplatte anhören. Bitte helf, Rudy. Rudy in the booty. Ob er wirklich diese magische Kraft hat? Was zur Hölle tust du da? Naja, ihn heilen. Glaube ich. Folgt mir. Außenseiter von der toten Welt. Oder sterbenden Welt eher. Was hat er vor? Was ist die Mission? Also, ihr wollt unsere Kräfte nutzen, um den Arm des jungen Mannes zu heilen? Rudy ist ein wichtiger Teil unseres Teams. Wir versuchen die Welt zu retten. Der Kampf gegen die Dämonen hat erst begonnen. Hat wieder einmal begonnen. Vertraut ihr uns? Denjenigen, die mehr Dämon sind als Mensch? Naja. Wir müssen. Rudy ist zu wichtig. Die ganze Welt braucht ihn. Ist das so, ja? Vor 1000 Jahren haben wir eine Maschine entwickelt, die uns im Kampf gegen die Dämonen helfen soll. Die Golems sind die absolute Macht. Doch Macht ohne Herz kann gut oder böse sein. Die Elfen und die Menschen, Magier, sind in die Domäne eingedrungen und haben, beziehungsweise in die unbekannte Domäne eingedrungen und sind mit einer neuen Technologie zurückgekommen. Wir haben diese Technologie auf Basis der Dämonen geschaffen, die wir gefangen haben. Wir benutzen lebendes Metall und haben es in die humanäre Physiologie eingepflanzt oder so. Eine künstlich hergestellte... Beziehungsweise ein künstlich hergestelltes Biometall wurde kreiert. Es wurde das Holmcross-Projekt genannt. Okay. Künstliches Leben, das unter jeden Umständen überleben könnte. Das Holmcross ist die ultimative Verzauberung in vielen verschiedenen Dingen der Waffen. Okay. Es synchronisiert mit verschiedenen Waffen. Und tut die psychische Kraft der Waffe verstärken. Aber...
Das Holmcross hat es so genossen zu töten, dass sie Killermaschinen geworden sind. War es das Blut der Dämonen oder war es der Lust an Konflikten des Menschen? Niemand weiß für sicher. Die zurückgelassenen bzw. Hergestellten, abgesetzten Holmcross wurden zerstört. Doch, es ist noch einer übrig. Ein Experimentalmodell, beziehungsweise ein, ja, vielleicht auch Prototyp, welches tief im Untergrund versiegelt wurde. Rudy ist keine Killermaschine. Er hat ein größeres Herz als jeder, den ich kenne. Die Zeit, die er bei den Menschen verbracht hat, hat ihm ein pures, reines Herz beschert. Ist das das, was du sagen willst? Rudy ist mit einem alten Typen namens Zeppet umhergereist. Zeppet hatte ein gütiges Herz und er ist derjenige, der Rudy, der verhindert hat, dass er in eine Waffe sich verwandelt. Er hat Rudys Herz reingehalten. Du willst mir sagen, dass nach 1000 Jahren dieser Mann diese Maschine entfesselt hat? Es ist zu spät. Wir haben die Technologie nicht mehr, um Leben in Metall zu bringen. Diese Kräfte sind schon längst, beziehungsweise sind uns längst abhanden gekommen. Dann ist Rudy? Es gibt nichts, was wir tun können. Ja, nee, ist klar. Hey, Mariel. Das Wächterschwert. Mariel, du musst dich ausruhen. Ach, in dieser Zeit gibt's das Wächterschwert ja noch, ne? Aber was wird es tun? Das Wächterschwert hat ein eigenes Leben. Oder ist eine eigene Lebensform für sich. Ich denke, seine Kräfte könnten. Geh zu Bruder Wasim und benutzt das Wächterschwert auf Rudy. Oder an Rudy. Was in der Welt, was zur Hölle sagst du da? Das Wächterschwert? Es ist außer Kontrolle geraten und verschwunden. Aber nicht bevor es die Hälfte Figalias mit sich genommen hat. Okay. Ihr kennt doch den, ihr kennt doch die Wüste, die von, die in Rosetta startet und sich durch das Land zieht. Das war die, das war das Ergebnis des untrainierten und, ja, fertiggestellten Schwertes, Wächterschwertes von Wasim. Okay. Mariel ist lange genug hier geblieben. Alleine. Und sie hat für die Sünden ihres Bruders bezahlen müssen. Er arbeitet daran, die Wüste wieder zurück zur Normalität zu bringen. Okay. Wir können uns nicht erlauben, den gleichen Fehler nochmal zu machen. Wenn wir nichts tun, dann wird Filgaia, oder beziehungsweise dann ist das, was von Filgaia übrig bleibt, nichts. Wenn wir jetzt abhauen, werden wir wie Feiglinge bzw. Schwächlinge für den Rest unseres Lebens leben. Ich möchte nicht dieses Band zwischen mir und meinen Leuten, wo mir so viel beigebracht haben, dass ich stark werden sollte, verlieren. Okay. Wasim lebt im Wald im Südwesten. Dort kann er leben, ohne von uns aufgespürt zu werden. What? Er ist der Einzige, der den Arm reparieren kann. Wenn nicht, wird es uns alle zerstören. Bitte nehmt mich mit euch. Ich möchte Dinge, die ich gelernt habe, mit ihm teilen. Alles klar. Möchtet ihr immer noch, dass wir das Wächterschwert machen? Es muss ein Wunder geschehen. Wir haben vieles unserer Technologie verloren. Dieses böse Schwert. Ha, Wunder haben nur Wirkung, wenn ihr sie wirklich selber erschafft. Das ist wirklich wahr. Okay. Naja, es ist nur ein Schwert. Ich meine, man kann es ja vielleicht irgendwie kontrollieren, nehme ich an. Wunder passieren nicht einfach. Wenn es getan werden kann, dann nur bei einem Menschen. Der Wächter von Filgaia ist ein Mensch. Okay. Bitte halte durch. Unsere Wünsche werden dich wieder aufpäppeln. Alles klar. Ich meine, wir können ihn auch einfach im Bett lassen, aber... Na gut, ich kann ihn nicht auswählen. Alles klar. Na gut, dann wissen wir ja, was wir als nächstes zu tun haben. Allerdings möchte ich mal kurz schauen, ob es vielleicht hier irgendwas gibt.
Ah, sieht nicht so aus. Hast du was für mich, Digga? Ja, mhm. Ja, ja, genau. Ja, machen wir. Ist egal, er hat seinen Arm verloren und scheiß drauf. Wir pennen erstmal eine Runde. Hey, wo hat Rudy gepennt? Ha, ich weiß wo. In den zarten, weichen Schenkeln. Von Cecilia. Hey, da ist ein Äffchen. Was möchtest du? Speichern? Hey, wo ist mein Vogel hin? Den Affen finde ich irgendwie lustiger wie den Vogel, ich weiß nicht. Okay. Mein Speicherpunkt hat sich auch im Laufe der Dekade, der Jahrtausende, des Millenniums verändert. So, was mich jetzt interessieren würde tatsächlich, gibt es hier irgendwelche relevanten Läden? Was hast du für mich? Aha. Okay, ja, alles klar. Es gibt keine Monster auf dieser Welt, das ist nice. Beziehungsweise in der Elfendimension. Ja, man sieht schon, also Figaia war damals um einiges bunter und, ja, naturhaltiger. Finde ich gut. Ich kann aber irgendwie nicht glauben, was seid ihr denn für Typen, Alter? Ja, okay. Ja. Waldgefängnis. Okay. Okay. Aha. Okay. Alles klar. Yeah, Spirit Key. Nice. Müssen wir den Wächter befreien aus dem Gefängnis, okay. 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 Verstehe. Ha, ich frage mich, ob das jetzt hier so eine Art Parallelwelt ist, wo wir uns quasi auch frei bewegen können. Hi. Was bist du? Bist du ein Hase? Bist du ein Hund? Ich will reden mit dir. Wenn ich dich treffen würde. Ja. Ich meine, die Elfen haben sich ja absichtlich oder beziehungsweise freiwillig hier in diese Paralleldimension verschanzt. Wahrscheinlich auch darum, weil sie eben nicht in dieser, ja, zerstörten Welt in der Zukunft quasi leben wollen können wahrscheinlich. Weil, ja, wir wissen ja, Elfen, Natur und so. Trotzdem ist das alles sehr merkwürdig hier. Sehr, sehr merkwürdig. Naja, dann gehen wir mal in den südwestlich was. Okay. Sieht nett aus. Das muss der Wald sein, nehme ich an. Forest Prison. Okay. Allerdings möchte ich erstmal gucken, ob es vielleicht hier oben noch was Interessantes gibt. Ja, hier ist zum Beispiel ein Elf-Tempel. Nee, Forest Mount. Achso. Ja, okay, da geht's wieder. Okay, von da bin ich ja gekommen. Alles klar. Na gut, dann bleibt uns wahrscheinlich nicht arg viel übrig, was anderes übrig, als in den Forest Prison whatever zu gehen. Aber es kommen keine Zufallskämpfe hier, das ist nice. Na, 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 na. Forest Prison. Ein Waldgefängnis. Naja, hier sieht es jetzt aber nicht sehr lustig aus. It's a creepy dark atmosphere here. Hi. Ich zeige dir, wie man durch dieses Labyrinth geht. Okay. Geht nur links oder rechts den ganzen Weg. Simpel, oder? Okay. Oh, shit, das ist schon wieder so ein scheiß Zauberlabyrinthwald. Okay, das heißt, ich darf nicht nach unten laufen, oder was? Ich bin verwirrt. Ja, kämpfen möchte ich eigentlich nicht so gerne jetzt, wenn ich nur zu zweit bin. Ja, wir vertrauen ihm einfach mal und gehen einfach mal die ganze Zeit nach rechts, nach links, Verzeihung. Rechts- und Linksschwäche. Kann ja sein, dass irgendwas passiert.
Es kann ja sein, dass wenn wir nach oben oder nach unten laufen... oh shit. Ich glaube, das ist falsch hier. What the fuck is that? Ich hasse ja solche Wälder, ne? Hey, Trüffett, Trüffett. Wir machen mal ein Guilty Blade auf euch. Jawohl. Holy shit. Alter, das ist Damage, Jungs. Das ist Damage. Was ist, wenn ich jetzt auf diese Seite gehe? Komme ich wieder hier raus? Okay. Was passiert, wenn ich nach oben gehe? Ha, komme ich zu einer Kiste. Das ist ja schon sehr abstrakt hier. Crestgrave kann ich nicht mehr nehmen, schade. Gehen wir mal da lang. Ach du Scheiße. It's a maze. It's a maze of life. Mit einer Kiste. Kriegerweste erhalten. Cool. Ist das für ihn hier? Nö, das scheint für Rudy Boot. Ah, jetzt bin ich hier. Okay, was passiert, wenn ich da nach oben gehe? Komme ich auch zu einer Kiste? Das kann ja nicht falsch. Das kann nicht falsch sein. Mirage Code. Oh ja. Oh ja. Da ist auch eine Kiste. Gehen wir da lang. Ah, jetzt bin ich oben. Ein Speicherpunkt. Komme ich aber noch nicht hin, wie es aussieht. Aber mir gefällt das Team, was ich gerade höre. Da, der Soundtrack ist nice. Ist das richtig? Bin ich echt den richtigen Weg gelaufen jetzt? What the fuck? Ah! Ah! Ich hab den Schlüssel. Moment. Spirit Key. What's happening? Okay. Zeigt er mir möglicherweise den richtigen Weg? Man weiß es nicht. Interesting, interesting. So. Okay, ich weiß nicht, ob Guilty Blade eventuell auch die anderen Gegner trifft. So wie zum Beispiel Blast Charge. Aber ich glaube nicht. Oh, Blast Charge ins Gesicht. So, und dann... Wenn alle Stricke reißen, gibt es noch einen High Blast in die Fresse. Ja, ich weiß, wie man die Gegner bespaßt. Oh ja, der eine ist schon mal weg vom Fenster. Der High Blast sollte sein Übriges tun. Jawohl! Allerdings würde ich jetzt gerne, bevor ich da diesem Licht folge, nochmal auf die Seite gehen, weil ich denke, da komme ich zum Save Point, oder? Das ist auch eine Kiste. Jawohl, was haben wir hier drin? Na, okay, kann ich nicht mehr nehmen. Ja, dann speichern wir das Ganze mal. Hello? Wo bin ich? Where am I? Ja klar. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, alle Kisten hier zu öffnen. Es kann natürlich sein, aber na, ich weiß es nicht. Ich meine, ich verstehe jetzt, warum dieser Wald Forest Prison genannt wird. Es ist ein reines Labyrinth. Es ist ein labendes Rind. Was laber ich, Alter? Bäm. Ich gehe erstmal nach unten, möchte ich meinen. Ich möchte trotzdem schon gucken, ob ich eventuell irgendwie an diese Kiste rankomme. Die mir wahrscheinlich nichts bringen wird, aber... Moment. Ich glaube, ich möchte nochmal zurücklaufen. Ah, ich bin auf der anderen Seite. Okay. Ich glaube, ich möchte nochmal zurücklaufen, weil ich möchte ganz gerne sehen,
wohin dieses merkwürdige Licht führt, weil das muss ja irgendwas Optionales sein, weil den Schlüssel muss man ja nicht unbedingt sich besorgen von diesen alten Typen da. Deswegen möchte ich gerne wissen, was das ist. Was ist? Was ist das? Was ist das? Folgen wir ihm mal, ganz unauffällig. Wow! Das ist ein Einhorn. Ich bin Odo Ryuk, Wächter des Lebens. Unschuldige Eine von Frilgaia, erhalte mein Geschenk. Ja, geil. Nice. Ein neuer Wächter an unserer Seite. Das finde ich cool. Lebensrune erhalten. Das ist doch mal was Schönes. Ja, das ist doch mal was Schönes. Was kann die Lebensrune so? Oh ja. Die gibt einen ordentlichen Statusboost. Allerdings nur bei ihr. Die Magie wird etwas schwächer tatsächlich. Die Sorcery wird deutlich schwächer. Ist mehr auf Verteidigung und Angriff fixiert. Naja. Gut, wir lassen die Kiste da oben mal Kiste sein, weil... Das werde ich mal offscreen machen, dann werde ich mich hier mal umsehen. Ich denke, ich habe erstmal alles, was relevant ist für mich zu diesem Zeitpunkt. So dass wir weiter voranschreiten können. Denn wir müssen immer noch unserem guten Rudy Booty helfen. Und das machen wir doch gerne. Okay. Jetzt gucken wir mal, was hier geht. Wir dürften ja keine Monster auftauchen. Viel Wald, viel Grün. Finde ich gut. Trotzdem habe ich gerade irgendwie Chrono Trigger Flashbacks, ich weiß nicht. Was ins Labor, okay. Mit dieser fliegenden Welt, ich habe keine Ahnung mehr, wie sie heißt, aber wo man Sheila und so trifft. Hieß die Sheila? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Hey Äffchen. Oh, jetzt gucken wir mal, was hier drin geht. Gibt's da oben irgendwas Nettes? Gibet vielleicht da oben. Sieht nicht so aus. Bist du Wasim? Hallo? Wasim! Ah, okay. Meryl, was machst du hier? Wasim, Rudy ist in trouble. Hey, beruhig dich, Meryl. Atme, atme. Wir haben keine Zeit zum Atmen. Ich kann nicht glauben, dass ich auf ein verbotenes Holmcross glotz. Rudy braucht ein bisschen lebendes Metall, um seinen linken Arm zu regenerieren. Bitte, benutze das Wächterschwert ein letztes Mal. Nein! Möchtest du, dass ich den Erdboden wieder in Teile, in zwei Teile... Teile? Ich kann nicht Teil... in der Kreation einer oder in der Erschaffung einer Waffe für die für Zerstörung sorgt werden. Das Wächterschwert ist ein Schwert des Todes. Okay. Ich rede nicht über eine Waffe. Ich müsste ein bisschen Lebensenergie mit diesen Händen heraushauen, keine Ahnung. Nur du kannst Rudy retten. Nur du kannst Metall erschaffen, das zum Leben erwacht. Wer redet eigentlich gerade, Alter? Wahrscheinlich Mariel, oder? Repariere Rudy mit der Technologie, welches das Wächterschwert produziert. Du bist stark geworden. Oder sollte ich sagen, deine Liebe ist stark geworden. Rudy hat sein Herz mit mir geteilt. Oh, nicht nur das, meine Freunde, nicht nur das. Rudy kann die Zukunft der Menschheit verändern. Bitte mach das Wächterschwert. Rette Rudy. Warum sollten Elfen eigentlich das Schicksal der Menschen interessieren, frage ich mich. Es ist wirklich möglich, seinen Arm zu reparieren. Aber wir vermissen zwei Schlüsselzutaten für diese Operation. Um seine linke Hand wieder zu bekommen, brauchen wir die Lebenskraft. Beziehungsweise brauchen wir das Lebenskraft, den Wächter. Und um seine Kraft zu regulieren, brauchen wir die Illusion, den Illusionswächter. Okay. Mit beiden Zutatkomponenten können wir das Wächterschwert an seinen linken Arm applizieren, anwenden, whatever. Mary und ich werden ihn für die Operation vorbereiten.
Ihr Krieger, zieht los und holt euch die Kraft der zwei Wächter. Okay. Der Lebenskraftwächter ist irgendwo im im Gefängniswald eingesperrt. Achso, das haben wir schon, okay. Ich weiß aber nicht, wo der Illusionswächter ist. Es gibt ein magisches Buch, das sich Dele Metallica nennt. Metallica! Enter Sandman oder what are you doing? Nothing else matters. Ich kann nicht singen, es tut mir leid. Es ist ein Buch über Alchemie. Und man sagt, die Kraft der Illusion lebt in ihm. Um so ein kleines Buch zu finden in dieser großen Welt, ihr könnt es schaffen, ihr seid unsere letzte Hoffnung. Ja, ist klar, ne? Ja, Magic Book, I will return, okay, to find the liegt there. Okay, eine magische Bibliothek. Ja, ist nur die Frage, wo finden wir diese magische Bibliothek? Vielleicht in dir, hier unten? Oder aber ich muss tatsächlich vielleicht nochmal... What is that? Achso, Hammer, okay. Eine Schmiede. Sah für mich aus, als ob das irgendwie ein Schwert wäre, was ich vielleicht snacken könnte, aber es sieht nicht so aus. Alles klärchen im Bebärchen, dann werden wir mal gucken, wo wir diese magische Bibliothek finden. Das möchte ich auf jeden Fall vielleicht noch in diesem Video reinpacken. Das wird dann das letzte Video für heute. Ich denke, dann habe ich auch einiges geschafft für heute. So, jetzt nur die Frage, wo ist diese magische Bibliothek? Ich würde ja fast schon mal sagen, dass ich vielleicht mit irgendeinem Typen nochmal reden muss. Aber ich müsste jetzt nochmal durch diesen Wald durch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht davon ausgeht, dass ich diesen Wald, also dass ich diesen Lebenswächter nicht finde. Ich habe ihn aber schon gefunden, weil ich gut bin. Huh. Okay. Muss ich wieder durch diesen Wald durch, oder? Kann ich meinen Golem... Ah ne, bringt ja nichts. Er kann ja nicht durch Wälder laufen. Es kann ja auch sein, dass diese Bibliothek im Wald ist. Ich meine, man weiß es ja nicht. Aber ich habe die Vermutung, dass man vielleicht doch nochmal mit den Ältesten quatschen muss oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ob es so ist, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass ich jetzt aus diesem Wald raus muss. Was irgendwie nicht so einfach zu sein scheint. Oder? Moment, das sieht mir relativ eingangstechnisch aus. Die Präriejacke erhalten. Nimm mich. Hey. Nimm mich, ich bin willig. Oh, das ist nochmal eine Chest. It's another treasure chest. Treasure chest. Okay. Scheiße, Alter, dieser Wald ist crack. Yo. Ah, ich glaube, wir werden die Bibliothek in diesem Part doch nicht finden. Naja, wie dem auch sei. Wir haben, denke ich, in diesem Part einiges gerissen, möchte ich meinen. Und sollten in der Lage sein, dann ab dem nächsten Part storytechnisch weiter fortzufahren. Das wäre zumindest ganz schön. Hier war ich doch vorhin schon, oder? Oh my fucking god. Wir machen mal Escape. Escape Room. Genau. So, dann möchte ich mal gucken, ob ich vielleicht in die Stadt teleporten kann, weil ich habe eigentlich keinen Bock, den Wald nochmal zu durchqueren gerade. Können wir, Tyon Village. Ha, machen wir doch. Ich möchte wenigstens in dem Part vielleicht nochmal mit dem Ältesten quatschen. Vielleicht hat er mir noch irgendwas Brauchbares zum Erzählen. Ja. Aha.
Nein, ich wollte doch nicht schlafen. Egal, schaden kann's ja nicht. Okay, der hat mir nichts zum Erzählen. Also ich würde ja jetzt tatsächlich vermuten, dass diese Bibliothek irgendwo in diesem Illusionswald ist. Ob es so ist, weiß ich nicht, aber wir quatschen nochmal mit dem Typen hier. Ja. Ja. Ja, okay. Ja. Transportation Device habe ich immer noch nicht gefunden. Ja. Ja, aha. Aha. Das hilft mir alles irgendwie nicht weiter, Leute. Nicht im geringsten hilft mir das weiter. Aber ich denke ja mal, wenn ich da in diesen, keine Ahnung, Raum-Zeit-Kompressor, whatever, nochmal reingehe, dann werde ich wahrscheinlich nur wieder zurück nach Filgaia transferiert, oder? Das bringt mir ja nichts. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass mir das was bringt. Naja, wie dem auch sei. Wir werden uns ab dem nächsten Part noch weiter hier umsehen und dann werden wir vielleicht auch unsere nächste Destination erreichen. Ja, sage ich doch, das bringt mich einfach zurück in die Zukunft. Nö, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Deswegen sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Auch diesen Aufnahmeblock. Und ja, wir sehen uns ab dem nächsten Part dann wieder bei Let's Play Wild Arms, wenn wir schauen, wo wir denn als nächstes hin müssen. Weil irgendwo muss diese scheiß Bibliothek ja sein. Ich denke, dass das irgendwo auf dieser Welt sein dürfte. Alles andere würde wenig bis gar keinen Sinn machen. Deswegen sage ich noch einmal, ciao.